Wie finden Sie das Buch jetzt, wie wir unser Land erneuern? Das ist ein super klasse Buch, ich habe es gern gelesen. Wer hat das Buch geschrieben? Da steht Annalena Baerbock drauf. Sind Sie sich sicher, dass Sie das geschrieben haben? Ja. Herr Schulte, Sie auch? Ich habe es nicht geschrieben, also das kann man, glaube ich, feststellen. Ja, es gibt hinten eine Danksagung, da steht, wer noch alles mitgewirkt hat, kann man alles nachlesen, alles transparent. Steht das Problem sind ja die, die mitgewirkt haben und da nicht drinstehen. Ne? Das ist ja gerade, Herr Schulte, das Problem, das da gerade auftaucht. Ich glaube, dass, das ist ja das große Mysterium, wer hat dieses Buch eigentlich geschrieben. Und die Version von Annalena Baerbock ist, dass sie hatte einen Ghostwriter, also sie hatte einen Co-Autor. Mit dem hat sie lange Gespräche geführt im Dezember und Januar und hat dann auf Basis dieser transkribierten Gespräche das Buch selbst geschrieben. Das ist die Version. Die kam mir ein bisschen komisch vor, weil es normalerweise so ist, Politiker haben wenig Zeit, da schreibt der Ghostwriter. Also normalerweise ist es andersrum, als die Grünen das jetzt schildern. Und ich glaube, am Ende war es ein Gemeinschaftswerk. Also ich glaube, die Kernarbeit kam dann tatsächlich von Annalena Baerbock. Also das halte ich für glaubwürdig. Aber es gab Mitarbeiter, die zugeliefert haben und die auch teilweise Faktenchecks geliefert haben und mitgelesen haben, Thesen geliefert haben und so weiter. Herr Fadela. Ich wundere mich nur, weil dieses Buch ist ein weiterer unforced error. Also es war keine Notwendigkeit, sich diesen Klotz ans Bein zu binden. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass schon je ein Kampagnenbuch eines Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin kurz vor dem Wahlkampf geholfen hat. Jeder macht's. Per Steinbrück hat damals eins geschrieben, Martin Schulz hat eins geschrieben, alle machen's. Aber ich kenne kein Beispiel, wo wirklich das eigene Buch kurz vor der Wahl geholfen hat oder einen Unterschied gemacht hat. Vielleicht bei Barack Obama, der damit einen Haufen Geld verdient hat und sich so auch diesen Wahlkampf auch mit leisten konnte. Aber darüber hinaus verstehe ich es nicht, warum es jemand gemacht hat. Herr Kirchhoff, nochmal. Haben Sie sie mal gefragt, warum sie das überhaupt geschrieben hat und wie es sein kann, dass da offensichtlich weite Passagen einfach irgendwoher zusammenkopiert worden sind, ohne aber das so kenntlich zu machen? Also, wenn ich das Buch lese, das ist die Annalena Baerbock, wie ich sie kenne. Gerade in den Themen, wenn es um Transformation geht, wenn es um Europapolitik geht, wenn es um Klimaschutz geht. Ganz viele Geschichten, die da drin stehen, die ich auch kannte von ihr, das ist, wie sie sich ausdrückt. Das ist das, was sie sich vorstellt, ihr politisches Konzept an der Stelle. Und dass jemand wie Annalena Baerbock ein Bedürfnis fühlt oder das sagt, okay, ich möchte, dass diese Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, auch mit dem Ziel einer Kandidatur jetzt deutlich machen. Also was ist denn daran verwerflich? Ist es Zufall, dass sich auch andere so ausgedrückt haben? Nein, und schon vorher? Was ja der Vorwurf ist, dass es einzelne Sätze, einzelne Satzstücke gibt, die an der Stelle sich an anderen Stellen befinden. Beispielsweise habe ich jetzt gehört, etwas, was ich politisch seit langem vertrete, was wir als Grüne seit langem vertreten. Ich denke, Sie haben es gelesen. Contracts for Difference. Haben Sie es gelesen oder gehört? Ich habe es gelesen, das Buch. Was meinten Sie denn? Sie hatten gerade, Sie hätten es gehört. Haben Sie es gelesen? Ich habe gehört, dass es der Vorwurf ist. So, dass beispielsweise Carbon Contracts for Difference, also wie bauen wir die Industrie um? Wie machen wir eine klimaneutrale Stahlerzeugung in Deutschland? Dass da so ein Versatzstück auftaucht, was auch bei Agora Energiewende als Think Tank auftaucht. So, da geht es um einen Satz. So, und das ist aber genau das, wo Annalena Baerbock sich lange mit auseinandergesetzt hat. Ich auch mich mit ihr auseinandergesetzt habe, wo wir in der Fraktion überlegt haben, wie können wir es endlich schaffen, dass wir aus dieser Blockadesituation Industrie gegen Klimaschutz hinauskommen. Wie kann eine Antwort formuliert werden? Doch, natürlich geht es darum. Das ist das, was da inhaltlich dann am Ende steht. Wie erklären Sie sich das wortwörtlich? Ich würde gerne noch mal eine Stufe davor mich mit Ihnen sozusagen streiten oder treffen. Wie erklären Sie sich, dass das wortwörtlich genauso übernommen wird? Also, weil wir selbstverständlich Annalena Baerbock so arbeitet, so ein Beispiel dafür, ne? dass sie sich Sachen aufschreibt, dass sie aus Gesprächen Sachen mitnimmt, dass wir diskutieren, dass sie ich sag mal, das ist das, was sich genauso
genauso in grünen Parteitagsanträgen findet, was sich an der Stelle, an ganz vielen Stellen findet. Und Herr Schulte, die Agora-Energiewende sagt an der Stelle, ja, wir finden das völlig richtig, dass der, darum unser geht's doch Gedanke gar nicht an der Stelle aufgenommen Herr wird. Krischer. Weil das ist das, was wir wollen, dass unsere Ideen in die Politik einfließen. Ja, das ist doch alles unbenommen, aber es ist Ihr Buch. Ich glaube ehrlicherweise, diese Verteidigungslinie, Herr Krischer, die ist nicht zu halten. Also die versuchen Sie seit anderthalb Wochen. Also, die Nebelkerzenwerfaktion, die große Nebelkerzenwurfaktion. Nebelkerzen ablenken. Also die Grünen haben ja reagiert, indem sie gesagt haben, das ist eine Rufmordkampagne. Da stehen jetzt Sachen im Raum, die reine Fakten sind. Und im Übrigen ist dieser Plagiatsjäger in Österreich, ich habe mit dem telefoniert Stefan in den ersten Tagen, ist bösartig. Also da wurde mit sehr grober Kelle operiert von grüner Seite aus. Und aus meiner Sicht ist es offensichtlich, und das sieht auch jeder normale Mensch, dass da Copy-Paste Probleme vorliegen. Also es wurden Textstellen aus anderen Veröffentlichungen wörtlich übernommen. Und ich würde Ihnen ja zugeben, dass das in der Sache kleinteilige Dinge sind. Also für die Aussage des Buches irrelevant. Viele Sachbücher, also wenn man diese Messlatte, die der österreichische Plagiatsjäger an dieses Sachbuch anlegt, wenn man die an andere Sachbücher anlegen würde, gerade von Politikern geschriebene, die unter Zeitdruck entstehen, dann würde man wahrscheinlich manchmal Ähnliches finden. Aber in der Sache ist es einfach so, dass da handwerklich schlampig gearbeitet wurde. Können wir noch mal einen anderen Tweet uns anschauen, der ein bisschen persönlicher Natur ist. Da geht es um das Schicksal von Jesiden, da geht es um den IS. Ich trage das einmal ganz kurz vor. Deutsche Welle schreibt, viele haben sexuelle Gewalt in brutalster Form erfahren, so wie Randa, ein Beispiel. Den Jungen, da ging es nicht besser, Randa, ein Mädchen in dem Fall, den Jungen, da ging es nicht besser, knapp die Hälfte wurde als Kindersoldaten missbraucht. Eine Geschichte von permanenten Schlägen, auch mit Kabeln und Plastikrohren, von Hunger, Durst, von schwersten Misshandlungen. Sahir wurde an Waffen ausgebildet und unter Todesdrohungen zum Kämpfen gezwungen. Frau Baerbock macht daraus, die befreiten Mädchen haben mit 8, 12, 14 Jahren sexualisierte Gewalt in brutalster Form erlebt. Den Jungen, da ging es nicht besser. Knapp die Hälfte wurde als Kindersoldaten missbraucht. Permanente Schläge, Hunger, Durst, schwerste Misshandlungen. Sie wurden an Waffen ausgebildet und unter Todesdrohungen zum Kämpfen gezwungen. Wie erklären Sie sich das? Also, das ist eine Reise. Das ist ein Reisebericht. Genau, das ist etwas, was unglaublich persönlich tut. Genau. Der Text der Deutschen Welle ist ein Jahr alt. Der Annalena Baerbock war im Nordirak, hat sich das alles angesehen, hat sich für die Jesidinnen wahnsinnig eingesetzt, hat daran an der Stelle gearbeitet. Und so, nutzt und, dann einen Text der Deutschen Welle, der ein Jahr alt ist, um wortwörtlich das zu beschreiben? Ja, also wenn es da gewisse Parallelitäten gibt, also ich bitte Sie, es geht doch an der Stelle nicht gewisse darum, Parallelitäten ist ein Euphemismus in dem Zusammenhang. An der Stelle, die entscheidende Frage ist doch, dass wir da extrem bedrohte Menschen haben, dass wir eine Situation hatten im Nordirak. Ja, aber dass man diese Botschaft und sagt, was lernen wir daraus? Was machen wir daraus? Und da jetzt Textexegese zu betreiben, ob da ein Halbsatz irgendwo, jemand sich was aufgeschrieben hat, notiert hat und dann irgendwo anders her übernommen wurde. Also ich bitte Sie, also wenn wir solche Anforderungen an politische Formulierungen, an Dinge Herr Krischer, machen. Bitte. Glauben Sie das führen, selber, was Sie gerade sagen? Dann führen wir dazu, dass wir an der Stelle überhaupt demnächst keine Texte mehr machen können. Weil ich schreibe im Deutschen Bundestag, ich kümmere mich darum, dass wir an der Stelle politische Kommunikation betreiben. Und selbstverständlich tun wir das doch nicht im luftleeren Raum. Es sind Ideen, es sind Konzepte, die woanders entwickelt werden. Und selbstverständlich sind Formulierungen ähnlich, werden doch vielleicht mal übernommen. Das hier ist ein persönlicher Bericht. Das ist quasi ein Reisebericht. Okay. Ein Jahr alt von der Deutschen Welle. Und tut so, als hätte sie das selbst dort gesehen, erlebt und gehört. Ja. Das ist mein Punkt. Sie war ja nun auch da. Ja, darum und es gibt Menschen, nicht. Die mit ihr dahin warum gereist sie sind. Dieselben Wörter, dieselben Sätze, warum die gleichen Formulierungen? Das müssen Sie an der Stelle, geht es doch darum, dass... Muss ich an der Stelle wen fragen? Den Autor, den Ghostwriter oder Annalena Baerbock? Ja, also die Formulierung ist so, dass da an der Stelle eine Reise gemacht wurde, dass da Eindrücke gesammelt wurden und wieso die Deutsche Welle jetzt eine ähnliche Formulierung hat. Ein Jahr vorher. Und auch nicht eigentlich, sondern exakt so. Dann ist es ja nicht exakt so. Also ich kann einfach nicht verstehen, da bin ich bei Herrn Schulte, diese Verteidigungslinie. Warum sagt man nicht einfach, pass auf, wir haben da verschiedene Texte,
Stellen uns einfach genommen. Das sind keine von mir originären Gedanken, sondern das sind Dinge, die habe ich so übernommen. Und wir haben da einen großen Fehler gemacht und gut ist. Warum muss man dabei bleiben? Ist es der Umgang mit der Affäre, Herr Schulte, der zum Problem wird und gar nicht die Affäre selbst? Ja, ich glaube, die Krisenkommunikation ist gerade katastrophal von den Grünen. Also ich halte das, also im Grunde tun sie ja so, als ob der blaue Himmel rosa sei. Also sie streiten etwas ab, was für alle offensichtlich ist, und das ist immer ein Problem. Ich glaube, man könnte das viel lässiger argumentieren. Will jetzt keine Politikberatung betreiben, aber es ist schon so, dass in der politischen Ebene mit Übernahmen und Gedankenübernahmen gearbeitet wird. Also es gibt ja auch Plagiatsfunde zum Beispiel von Jürgen Trittin oder von Joschka Fischer, die dann sofort sagen, das ist überhaupt kein Problem für uns. Also innerhalb von Parteien gibt es natürlich auch Gedankenklau. Also man sucht nach der besten Formulierung und die wird dann in der Öffentlichkeit gespielt. Oder es gab andere Plagiatsfunde von einem ökologischen Think Tank, Agora Energiewende. Der Direktor hat dann sofort gesagt, wir freuen uns sehr, dass dass unsere Idee den Weg in ein Buch gefunden hat. Also man muss da schon ein bisschen die Relevanz, glaube ich, einordnen. Also es ist für mich kein riesengroßer Skandal aber die Krisenkommunikation der Grünen ist eine Katastrophe und das wird intern auch offen zugegeben. Also da wird inzwischen gesagt, wir haben letzte Woche, also mit diesem Wort Rufmord und damit den Plagiatsjäger ad hominem anzugreifen, damit haben wir überzogen. Wir stehen auch nicht gut da, also so Wörter wie Hühnerhaufen, die ich Leuten vorhalte, die werden dann, wird so gesagt, so ja, da würde ich nicht widersprechen. Also die Krisenkommunikation ist wirklich problematisch und es ist ja, also wenn man mal über die Folgen dieser kleinen Affäre in Anführungsstrichen redet, dann ist es einfach so, dass das große grüne Narrativ gerade implodiert. Also die Grünen sind angetreten mit der Idee, wir stehen hier mit einer jungen, integren Kandidatin für Aufbruch und Erneuerung. Und jetzt ist, und diese Frau war der breiten Öffentlichkeit noch nicht wirklich bekannt, ist auch was anderes als bei Olaf Scholz zum Beispiel. Und das Erste, was jetzt die breite Öffentlichkeit von dieser Frau mitbekommt, ist diese peinliche Geschichte. Und das hinterlässt einen schweren Kratzer, nicht weil es in der Sache dramatisch wäre, sondern weil es einfach ein Image konterkariert. Ja, aber ehrlich gesagt, ich wäre ja dann mal froh, wenn wir in Zukunft dann sagen, wenn das sein soll, dass wir diese Maßstäbe an alle dann anlegen. Und dann beschäftigen wir uns damit, dass wir jede Zeile eines Buches. Denken Sie doch mal an die Doktorarbeit von Karl Theodor zu Guttenberg. Waren Sie da auch so nachsichtig? Ja, aber ich habe zum Beispiel, erlebe nicht, dass von anderen Kanzlerkandidaten die Bücher untersucht werden. Ich höre. Glauben Sie nicht, dass das nicht stattfindet? Ich höre nichts davon, dass das stattfindet. Ich nehme hier jemanden wahr, der sagte, ich habe mir Frau Baerbock vorgenommen und ich versuche an der Stelle da alles rauszufinden, um dann ein bestimmtes Bild an der Stelle zu machen. So, und also mal ehrlich gesagt, wenn wir im politischen Raum uns dann darauf konzentrieren, dass es nicht mehr darum geht, ich würde ja mal gern über die Inhalte des Buches reden. Das scheint doch aber offensichtlich so gut zu sein, dass das niemand an der Stelle aufgreift. Nee. Weil man muss sich offensichtlich auf diese, Sie sagen es ja selber, Lappalien dann konzentrieren. Ganz kurz. Um an der Stelle finden Sie, dass das Lappalien sind? Dass das die Kandidatin an der Stelle unseriös darstellt. Vielleicht können wir uns noch mal eine Textstelle angucken. Vielleicht können Kollegen das mal ganz kurz zuspielen. Das ist das, was wir eben schon hatten mit Climate Change. Da geht es um eine Stelle, da geht es um Brandenburg. Auch da tut es plötzlich sozusagen sehr, sehr persönlich. Und es geht um ein Fazit, das sie da zieht, sozusagen. Meine Jahre in Brandenburg haben mich den Wert von Stabilität gelehrt. Und dann kommt der entscheidende Satz. Zugleich sollte man die Sehnsucht nach Stabilität nicht mit dem Wunsch nach einer früheren Version der Gesellschaft verwechseln. Genau dieser Satz findet sich in einem Interview, glaube ich, oder in einem Zitat in jedem Fall von Maya Göpel in der Taz vom 1. November 2020. Das heißt, man setzt voraus oder stellt voran, meine Jahre in Brandenburg haben mich etwas gelehrt, um dann mit einem Gedanken zu kommen, der gar nicht der eigene Gedanke ist. Wortwörtlich. Wie erklären Sie sich das? Warum unterstellen Sie, dass es nicht der eigene Gedanke ist? Wortwörtlich genau so sich wiedergefunden, ein Jahr zuvor in der Taz. Ich weiß nicht, also muss man das jetzt noch erklären? Ja, also eine Botschaft an der Stelle zu setzen und zu sagen,
Das ist meine Quintessenz. Ich kenne jetzt die Stelle nicht. So, weil, es ist die Quintessenz von Maya Göpel. Es tut aber so, als wäre es die Quintessenz von Annalena Baerbock. Das ist mein Punkt. Und die Idee eines solchen Buches kann doch eigentlich nur sein, hier lernt ihr mich mal kennen, das bin ich und das ist mein Gedanke dazu. Ja. Und deswegen finde ich schon, es ist keine Kleinigkeit, wenn sich herausstellt, es ist gar nicht dein Gedanke, sondern es ist der Gedanke von jemand anderem. Es wäre an sich, wenn man, ich glaube, das einfach auch abmoderieren würde und sagen würde, wir haben da schlampig gearbeitet, dann glaube ich, könnte man das eine auch als Kleinigkeit möglicherweise sogar abtun, wie gesagt, mit einer ordentlichen Entschuldigung dazu. Aber ich glaube, das Problem ist, dass es eben jetzt schon in ein sich wiederholendes Narrativ mit reinpasst. Mhm. Das sind der Lebenslauf, es sind jetzt eben diese ganzen unterschiedlichen Stellen, es sind ein paar andere Fehler in diesem Wahlkampf und dadurch entsteht eine Erzählung über den Wahlkampf. Und ich will es nicht mit Hillary Clinton von 2016 vergleichen, aber auch dort kam irgendwann dieses Narrativ von Crooked Hillary zustande. Nochmal, Annalena Baerbock und Hillary Clinton, komplett unterschiedliche Personen. Aber ich glaube, das ist das Schmerzhafte im Wahlkampf, wenn plötzlich eine Erzählung da ist. Da hat jedes Mal jemand ein bisschen gedreht. Das ist das, was hängen bleibt. Und die einzelnen Punkte an sich sind nicht wirklich die, die schmerzen. Das würde ich teilen. Und da, wenn ich darf, einen kritischen Punkt an meine Zunft. Ich glaube, die Medienlandschaft, um das mal so pauschal zu sagen, die neigt manchmal dazu, Skandale hochzujessen und weiterzudrehen, obwohl sie in der Sache, da sind wir uns, glaube ich, einig, dann relativ klein anfangen. Sind wir uns alle einig übrigens, ja. Und es ist so, dass Politiker, also selbst Politiker, die moralisch angreifbar sind, also die moralisch fehlbar sind, können gute Politiker sein. Also ich erinnere an den Per-Steinbrück-Wahlkampf, als wir uns wochenlang über seinen teuren Pinot Grigio unterhalten haben und gesagt haben, wie kann man nur einen teuren Wein trinken. Und, es ging darum, als Sozialdemokrat teuren Wein trinken. Ja, als Sozialdemokrat teuren Wein. Katastrophe. Und dann nimmt er auch noch Auftragshonorare. Also da gab es ja die ganzen Geschichten. Und ich habe damals in der Taz geschrieben, dass auch ein Mann, der teuren Rotwein trinkt und auch der gierig ist, also selbst wenn er ein Problem mit Geld hat, dann kann er trotzdem ein guter Bundeskanzler sein. Also das heißt, die Frage, ob Annalena Baerbock ihren Lebenslauf ein bisschen aufgehübscht hat, die sagt nichts über die Richtigkeit von den grünen Konzepten oder die Falschheit von grünen Konzepten aus. Mhm. Und da verzweifle ich ehrlich gesagt schon manchmal ein bisschen an der Art und Weise der Debatte, dass wir also seit Wochen Annalena Baerbocks Unzulänglichkeiten diskutieren und dass die Probleme sind so groß wie nie. Also da haben wir am Anfang drüber geredet. Wir haben eine Klimakrise vor der Brust, die wirklich Menschenleben kosten könnte. Wir haben eine Ungleichheit in Deutschland, die ich grotesk finde. Wir haben eine Pandemie hinter uns, die im Grunde offengelegt hat, dass unsere komplette Infrastruktur ein Problem ist. Und da verrutschen mir manchmal ein bisschen die Maßstäbe. Also da würde ich mir manchmal wünschen, auch, also sage ich durchaus selbstkritisch, wir haben als Taz auch diverse Kommentare zu Annalena Baerbock produziert. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass auch Journalisten öfter über Inhalte schreiben. Ja, aber das ist auch genau der Punkt. Parteien, dieses Agenda-Setting zu betreiben. Man kann ja dann irgendwann damit sich ein Bild machen und sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, was Textexegese im Buch angeht. Aber worüber wir doch reden müssen, wir haben einen Wahlkampf, wir haben eine Auseinandersetzung, wir haben enorme Rückstände in Deutschland, was einfach Reformstau angeht. Ich verzweifle, wenn ich in der Deutschen Bahn sitze. Ich kann nicht telefonieren an der Stelle, weil wir eine Digitalisierung nicht vorankommen. Wir haben eben schon über die Klimakrise geredet. Das sind alles Auseinandersetzungen, die man führen kann. Da muss man ja nicht die Grünen gut finden. Muss man ja an der Stelle nicht gut finden. Aber dass man jetzt sich an der Stelle an Annalena Baerbock so aufhängt und versucht, da irgendetwas rein zu interpretieren in solche Sätze. So rein interpretieren? Die Unterstellung ist ja die, dass das an der Stelle übernommen oder übernommen worden ist. Bezweifeln Sie das ernsthaft? Bezweifeln Sie das? Das, was wir gerade gezeigt haben, was ist das für Sie? Wortwörtlich? Das ist nicht wortwörtlich, das ist anders. Aber Herr Krischer, die Grüne Partei ist die Partei, die an anderer Stelle Wissenschaft hochhält. Ja. Die sagt, wir müssen auf die Wissenschaft vertrauen, wenn es um die Pandemiebekämpfung geht oder um die Klimakrise. Die für die rechte Kulturhabende eintritt, programmatisch. Und Sie erzählen uns hier, das sind keine Plagiate, das ist einfach komplett unglaublich. In dem Zusammenhang Wissenschaft hochhält, fällt mir gerade ein, Axel Bojanowski, Kollege von der Welt, hat ein sehr interessantes Stück zu dem Thema geschrieben, dass genau die Grüne Partei immer Wissenschaft hochhält,
und kommt dann aber zum Schluss, wenn man sozusagen nach der reinen Lehre der Grünen gegangen wäre, hätten wir heute nicht mal eine Corona-Impfung, weil das Hochhalten der Wissenschaft häufig auch nur eine Attitüde ist. Das ist aber jetzt sehr lesen. Nö. Also ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Sehr lesenswert in jedem Fall. Nochmal die Geschichte. Ist es nicht umgekehrt so, dass es ein bisschen wohlfeil ist, Herr Krischer, wenn Sie sich jetzt darüber aufregen, dass wir jetzt hier so korinthenmäßig hier uns die Sachen rausnehmen, um das böse Wort zu vermeiden, und auf der anderen Seite nicht über die vermeintlich wirklich wichtigen Dinge reden? Da bin ich doch bei Ihnen. Aber muss man da nicht sagen, das haben wir uns doch selber ins Nest gelegt, genau dieses Ei. Ja. Sie verhindern noch mit genau dieser Art und Weise, ein Buch zu schreiben, verhindern Sie doch genau diese eigentlich wirklich wichtige Debatte. Also dass jetzt ein Buch von Annalena Baerbock eine Debatte verhindert, die wir in der Gesellschaft führen müssen, das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen abenteuerlich. Die Debatte führen wir ja. Man kann gerne sich über das Buch unterhalten, man kann gerne sich über das Buch austauschen, aber dass das jetzt schon als Argument dafür genommen wird, dass wir eine inhaltliche Debatte nicht führen, die wir führen müssen, wobei alle immer sagen, es geht am Ende um Lappalien, es geht ja gar nicht darum, dass Stopp. Was alle Kommentatoren, die ich dieser Tage lese, sagen, ist, jedes für sich genommen, vielleicht eine Lappalie, aber am Ende wird in der Konsequenz ein Muster erkennbar. Ein klares Muster erkennbar. Sehen Sie das auch so? Nein, aber die Frage ist doch, es wäre ja dann an der Stelle entscheidend, wenn plötzlich daraus eine Politik resultieren würde, die von falschen Ableitungen oder sonst irgendetwas ausgeht. Ich habe noch niemanden gehört, der sagt, dieses Buch, das, was da geschrieben worden ist, was nicht als wissenschaftliche Dissertation daherkommt, was keinen wissenschaftlichen Anspruch hat, was entstanden ist in Annalena Baerbocks Alltag, mit Auseinandersetzung mit Themen, wo ich sie auch seit vielen Jahren kenne, wo ich sie erlebe. Das hat an der Stelle eine klare politische Botschaft. Und darüber sollten wir doch reden. Und nicht über einzelne Fisselchen, aus denen man dann etwas reininterpretieren kann. Die einzelnen Fisselchen sind natürlich so viele, dass es die Glaubwürdigkeit beschädigt. Ja. Es geht doch um Glaubwürdigkeit, Herr Krischer, oder nicht? Das ist das höchste Gut, das Sie in der Politik haben. Die Glaubwürdigkeit wäre an der Stelle beschädigt. Die Glaubwürdigkeit wäre an der Stelle beschädigt, wenn das zu Schlussfolgerungen, zu politischen Schlussfolgerungen führen würde, die nicht mehr authentisch wären, die nicht mehr Annalena Baerbock wären, die nicht mehr das sind, was diese Frau und diese Kandidatin ausmacht. Das kann ich aber nun überhaupt nicht erkennen. Ich arbeite mit ihr seit Jahren inzwischen zusammen, und dieses Buch, was ich vorher nicht kannte, ich habe es zum ersten Mal gelesen, gesehen, als es gedruckt worden ist. Das ist die Annalena, wie ich sie kenne. Da drückt sie sich aus. Das ist das, was ihr politisches Konzept an der Stelle ist. So, und da finde ich es an der Stelle nicht entscheidend, ob dann einzelne Textpassagen übernommen worden sind oder nicht. Und viele auch noch sagen, von Jürgen Trittin oder Joschka Fischer oder aus dem Grünen Parteiprogramm. Ich bitte Sie, also das wäre ja eine Kanzlerkandidatin, die nicht aus dem grünen Umfeld diese Sachen dann übernimmt und sagte, das ist meine Politik. Wir haben eben gerade über Auslandsreisen gesprochen. Ich bin ehrlich gesagt in dem Zusammenhang über einen Satz gestolpert, der mir persönlich aufgestoßen ist, weil ich dachte, wie kann man sowas einfach mal so lässig in den Raum werfen? Erst ging es um die Frage, was haben Sie geschrieben? Bei der Vorstellung des Buches, ist es eine Biografie oder ein Sachbuch? Da sagte sie, Antwort, beides. Dann bestreitet sie, dass sie ein Sachbuch gestritten hat im Talk mit den Kolleginnen von Brigitte. Sie sagt, das ist ja gar kein Sachbuch. Irgendwann wurde es ein Fachbuch, was auch immer das sein soll, um sich dann zu dem Satz zu versteigen. Zitat aus einem Interview mit der Funke Mediengruppe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Niemand schreibt so ein Buch allein. Haben Sie schon mal ein Buch allein geschrieben, Herr Schulte? Das Buch Die grüne Macht zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Buch. Kann ich was Lustiges erzählen? Vielen Dank. Ich habe es alleine geschrieben, und ich habe leider nicht das Geld für Ghostwriter und für ein großes Beraterteam. Hätte ich gerne gehabt, aber das ist auch zeitraubend, ein Buch zu schreiben. Also man arbeitet in meinem Fall ein halbes Jahr an diesem Buch und führt Gespräche, checkt Sachen gegen, also, und sitzt da wirklich von morgens bis abends in seinem Kämmerlein und schreibt. Also es ist wirklich Arbeit. Genau. Und diesen Satz, niemand schreibt ein Buch allein, den habe ich in meiner Danksagung geschrieben. Also vielleicht wurde der da auch
Aha. Sein Buch ist deutlich älter als das Buch von Frau Baerbock. Herr Fischer, kein Fall für Triumphalismus jetzt hier. Mein Buch erschien im Januar. Ich habe diesen Satz damals geschrieben, weil ich fand, ich würdige die Unterstützung meiner Familie. Ich fand toll, dass die Gesprächspartner so lange sich Zeit genommen haben für mich. Also ich habe damit diversen auch Prominenten. Im Buch von Annalena Baerbock steht am Schluss drin, sie bedankt sich bei einer Reihe von Leuten, die werden aufgezählt, die an diesem Buch in irgendeiner Weise mitgearbeitet haben. Das ist doch, aber die mitgearbeitet haben, ohne dort aufzutauchen, sind ja gerade das Problem. Wen meinen Sie da jetzt? Also ich sag Joschka mal, ich habe zum Beispiel Jürgen Trittin, ich habe zum Frau Beispiel Göbel, manchen Satz, Welle, ich habe zum Beispiel manchen Satz gelesen, den kenne ich aus der Grünen Bundestagsfraktion, den kenne ich, denke ich, oh, den könntest du sogar schon mal gesagt haben. Ja. Also ich bitte Sie, haben Sie noch mehr Stellen entdeckt als alle anderen jetzt? Also das ist doch für Sie da noch mehr bekannte Stellen. Sie hatten jetzt die Chance, das einmal kurz öffentlich zu machen. Annalena Baerbock fasst hier ihr politisches Konzept an der Stelle zusammen, wo sie 3 Jahre lang dran gearbeitet hat, wo sie Sachen gesammelt hat, wo sie Gedanken geordnet hat und dass da vieles von auftaucht, was im politischen Betrieb in Berlin da ist. Ich fände es andersrum schlimm. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten plötzlich eine Kanzlerkandidatin, die schreibt ein Buch mit Dingen, die es vorher noch nie gegeben hatte, die nichts mit grüner Politik zu tun haben, wo, ich sag mal, das, was andere an der Stelle auch mit ihr erarbeitet haben, gar nicht drin vorkommt. Sie sind ein Meister im Nebelkerzenweitwurf, Herr Krischer, fällt mir wirklich auf. Das ist wirklich spektakulär, wie Sie das gerade hier verargumentieren. Das funktioniert doch so nicht. Es geht doch um Glaubwürdigkeit. Und es geht doch um so einen Satz wie, niemand schreibt so ein Buch alleine. Ich meine, Sie haben in Ihrer Partei jemanden, der nachweislich Bücher alleine schreibt. Ein gewisser Robert Habeck, kennen Sie auch, ne? Klar, Robert. Hat den vierten Bestseller in Folge gerade abgeliefert. Und es ist, glaube ich, die Kollegin Silke Mertins von der Taz, Kollegin von Herrn Schulte, die schreibt, die beiden Bücher miteinander zu vergleichen. Das ist ungefähr so, als würde man eine Pommesbude mit einem französischen Restaurant vergleichen. Sehen Sie das auch so? Also ich finde die Bücher von Robert gut. Ich finde das von Annalena an der Stelle gut. Das ist das französische Restaurant, das Frau Mertins meint. Wissen Sie, ich zitiere nur. Ja, aber ich sag mal, es geht ja nicht darum, dass man am Ende, um Bundeskanzlerin zu werden, dass das ein Literaturwettbewerb an der Stelle ist. Das hat auch niemand behauptet. Ja, das haben Sie aber gerade gesagt. Also mit diesem etwas interessanten Vergleich, den ich bisher nicht kannte. Ich habe Frau Mertins von der Taz zitiert. Nochmal. Es geht doch um die Frage der Glaubwürdigkeit. Und die Leute sehen das ja offensichtlich ähnlich. Man sieht das an den Umfragewerten. Was machen wir jetzt? Ja, also ich sag mal, was passieren würde an der Stelle ist, dass wir einfach nach vorne raus über die Inhalte reden müssen, dass wir den Wahlkampf machen müssen und dass wir endlich mal auch einer Union eine Frage stellen müssen und einem Armin Laschet, wie er sich das eigentlich vorstellt mit Bekämpfung der Klimakrise. So, und ehrlich gesagt, haben Sie ja schon versucht. Ja, schon aber an der Stelle interessieren mich dann Zitate aus einem Buch von Annalena Baerbock. Wissen Sie, was soll ich an der Stelle da jetzt weiter drauf insistieren? Wir müssen im Wahlkampf, wir müssen nach vorne schreiten und wir müssen an der Stelle gucken, was macht eigentlich die andere Seite. Akzeptiert dieses Land es, dass in einem CDU-Wahlprogramm drinsteht, wir machen einen CO2-Preis, der niemanden belastet, der niemanden berührt, der aber jedes Klimaschutzproblem lösen soll, wo kein Konzept und nichts hintersteht. Das ist doch die Auseinandersetzung. Annalena Baerbock schreibt in ihrem Buch klipp und klar, wie sie sich das vorstellt. Welches Konzept sie hat, darum geht es doch. Wir haben uns dem Parteiprogramm der CDU haben schon sehr ausführlich hier gewidmet. Trotzdem noch mal die Frage an Sie, Herr van der Laar. Wie geht man denn jetzt damit um? Herr Krischer sagt, wir müssen jetzt mal dringend über Inhalte sprechen. Sie sagen, rede bloß nicht über Inhalte. Interessiert keinen. Was interessiert denn dann im Wahlkampf? Also ich glaube, das Erste, so in so einer Krisensituation, ich glaube, diese Affäre mit dem Buch hätte eigentlich so eine Eintagesgeschichte sein sollen. Ich glaube, die erste Lektion aus der Krisenkommunikation ist, wenn du im Loch sitzt, hör auf zu graben. Weil du dich einfach noch tiefer mit reinkrebst. Und insofern, die zweite Lektion muss natürlich sein, so wechsel das Thema. Und da passiert ja, und Sie haben ja auch einiges davon schon genannt, wenn wir nach Kanada schauen, 50 Grad nördlich von Vancouver, was unvorstellbar ist. Wir können auch runter nach Landshut gehen, wo auch dort reißende Bäche mittlerweile durch die Innenstadt gehen.
Ich frage mich, warum steigt Annalena Baerbock morgen nicht in den Flieger? Fliegt erst hoch nach Vancouver und ist dort on the ground. Fliegen ist sehr klimaschädlich, wie Sie wissen. Schwierig. Mag sein. Bin ich gespannt, was dann passieren wird. Fliegt danach runter. Vorrechnen. Mag sein. Aber geht danach runter nach Kalifornien zu den Waldbränden. Danach runter zum Golf von Mexiko. Und auf dem Rückweg schaut sich jedes Startup an, das versucht, diese Klimakrise auch irgendwie aktiv zu bekämpfen. Ich glaube, da kommt man nicht raus, es sei denn, man setzt neue Akzente. Und im Moment sehe ich einfach nur eine Kandidatin, die im Zeugenschutzprogramm ist. Und ich glaube, sie muss raus und Angriff ist in dem Fall die beste Verteidigung. Aber nicht das zu umnebeln, das was schon alles mit drin ist. Ja. Herr Schulte, ist das tatsächlich auch der Kern? Also Herr Krischer hat ja recht, wenn er sagt, was debattieren wir über so ein Thema so lange. Hat er ja völlig recht. Aber schwingt da auch so eine Enttäuschung mit, weil man sich natürlich fragt, Mann, da gab es jetzt oder gibt es eine Chance auf eine echte ökologische Wende möglicherweise. Und jetzt erleben wir da jemanden, von dem wir gar nicht mehr so genau wissen, was sind denn Ihre Gedanken und was sind die Gedanken möglicherweise von jemand anderem. Also mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Das ist doch im Kern die Frage. Ja, also ich glaube, dass Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, es ist so, dass nicht nur dieses Narrativ junge, integre Kandidatin implodiert ist von den Grünen, sondern auch das zweite entscheidende grüne Narrativ, das da lautete, wir kämpfen um Platz 1. Also die Grünen erzählen seit ungefähr einem Dreivierteljahr, dass sie in einen Wettbewerb eintreten um die Führung des Landes. Und darauf basiert die ganze Strategie, die wir eigentlich erleben sollten in diesem Wahlkampf. Das heißt, die Idee war Aufholjagd, wir sind die coolen Herausforderer, wir sind knapp hinter der CDU, wir gehen auch in ein Battle ums Kanzleramt, vielleicht auch, also vielleicht ist sogar eine grün-schwarze Koalition möglich. Und diese These hat sich jetzt komplett erledigt. Mhm. Also man muss, um das Geheimnis hier zu lüften, man muss dazu sagen, dass die Grünen von Anfang an nicht so wirklich daran geglaubt haben, dass sie wirklich ernsthaft um Platz 1 kämpfen. Also es gab dann schon auch bei vielen die Analyse, naja, das ist jetzt so ein Wahlkampf-Spin, aber am Ende wird die Union gewinnen. Und dieses, also ich finde, sind jetzt in so einer lähmenden, problematischen, irgendwie abgeschlagen. Und Scholz kommt auch schon. Also jetzt geht es so plötzlich um Kampf um Platz 2 oder 3. Und also, was Herr Schulte alles weiß. Es scheint eine Partei zu geben. Ein guter Mann, kennt sich aus. Die offensichtlich neben der Partei, in der ich bin, existiert. Weil ich erlebe eine Partei, die eine Kandidatin mit 98%, was es noch nie gegeben hat, gewählt hat. Und das, als wir bei den Umfragen... Schulz hatte 100, wissen Sie. Ja, das ist aber die SPD. Das Ende kennen Sie aber auch. Da gibt es aber noch einen Unterschied. Das Ende kennen Sie aber auch. Ja, aber zwischen Grünen und SPD gibt es noch einen Unterschied. Mhm. Da sind wir uns auch einig. Und die 98%? 98% hat es an der Stelle bei Grünen noch nie gegeben. Und dass Kandidatin... Sie mal diese Grafik, ja, so erkennen Sie da ein Muster? Also ich sag mal, was ich in dieser Partei erlebe und die Debatte, die ich führe, das ist völlig klar, ist, das wird der härteste Wahlkampf, auf den wir uns einstellen. Mhm. Es gibt manche Dinge, da gebe ich Ihnen recht, wo wir vielleicht so das nicht erwartet haben. Ich hätte beispielsweise gedacht, wir werden über Inhalte angegriffen. Wir werden darüber angegriffen und sagen, was die Grünen denn eigentlich wollen. Das gefällt uns an der Stelle nicht. Das ist dann auf ein, tut mir leid, albernes Textstellengesuche in einem Buch hinausläuft, auf, wo Sie selber sagen, Lappalien. Das Lebenslauf, ist etwas, da habe ich an der Stelle nicht mitgerechnet. Ja, Lebenslauf auf Lappalien? Ja, wissen Sie, frag auch, nur. Sagen Sie mir einen entscheidenden Punkt aus dieser Lebenslaufdiskussion, der die Kandidatin Annalena Baerbock als Person in Frage stellen würde. Ja. Kann ich Ihnen sagen. Es gibt einen Punkt, den ich zum Beispiel nicht zusammenkriege. Es gab bis vor kurzem, war auf Ihrer Homepage nachzulesen, auf einer der drei Homepages nachzulesen, sie sei Doktorandin. Das ist sie aber schon seit 2015 nicht mehr. Das kann man sagen, das ist eine Lappalie, geht so durch. Gleichzeitig dieser Satz, niemand schreibt ein Buch alleine. Wissen Sie, all das findet statt in diesem akademischen Milieu, aus dem sich diese grüne Partei so sehr ernährt. Und ich finde, so diese Missachtung von geistiger Leistung, von Autorenschaft, vor Wissenschaft letzten Endes auch, das ist schon ein Problem. Und da kriegen Sie wirklich ein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Also Missachtung, geistiger Leistung. Doktorandin ist man oder ist man nicht, verstehen Sie? Agora, Energiewende, und niemand schreibt ein Buch alleine, sagt man nicht einfach so dahin. Das ist eine, ehrlich gesagt, eine Respektlosigkeit unzähligen Autoren gegenüber, die natürlich ihre Bücher alleine schreiben. Was also, denn sonst? Ich bitte Sie an der Stelle, also wenn es... Ich kann es nur noch mal wiederholen, wenn das zu einer
grundsätzlich falschen Politik führen würde, wenn das an der Stelle dazu führen würde, dass hieraus Schlüsse gezogen würden, die in das politische Konzept der Grünen und von Annalena Baerbock nicht passen. Aber das sehe ich an der Stelle nicht. Das sehe ich an der Stelle nicht. So, und dann würde ich doch jetzt mal endlich gerne drüber reden, was hat die Frau denn inhaltlich darüber geschrieben? Da können wir doch mal gerne einsteigen. Ja, was sie aber darüber geschrieben hat, wissen wir ja gar nicht so genau. Das ist ja das Problem. Sonst könnten wir uns ja damit auseinandersetzen. Ja, aber dann Sie haben doch gerade selbst gesagt, dass Sie Sachen gefunden haben, die Sie auch schon kannten. Dann hören Sie sich Ihre Reden an, dann hören Sie sich Ihre Auftritte an. An der Stelle glauben Sie jetzt auch, dass sie ferngesteuert ist oder wie? Was ist die Unterstellung dann an der Stelle? Das hat niemand behauptet. Ja, aber was ist denn die Unterstellung an der Stelle? Ich würde gerne noch Es ist keine Unterstellung. Meine Unterstellung ist eigentlich nur eine große Frage. Geht es Ihnen da ähnlich, Herr Schulte? Ich wollte noch einen analytischen Punkt machen. Also wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wie könnte jetzt der grüne Wahlkampf aussehen? Und ich glaube, da gibt es im Moment, also das habe ich das Gefühl, noch nicht wirklich einen Plan B. Also es gibt noch keine Idee, wie man jetzt nach vorne kommt. Es wird gesagt, wir müssen jetzt Ruhe reinbringen, wir müssen jetzt eine Erzählung entwickeln. Sie sagen, wir setzen auf die Inhalte, das sagen alle. Aber ich glaube, was total entscheidend ist, ist die Frage, wie kommt man aus dem Schützengraben wieder raus? Robert Pausch in der Zeit das geschrieben hat. Richtig. Also, der Schützengraben. Wir müssen heute sehr sauber zitieren. Der Kollege von der Zeit hat einen super Satz geschrieben. Ja. Der hat einen super Satz geschrieben. Der hat nämlich gesagt, die Grünen stehen seit anderthalb Wochen mit bebender Unterlippe da. Genau. Und die Politik der bebenden Unterlippe ist wieder zurück. Und sind in so einer Trotzhaltung und giften wieder so rum. Und Jürgen Trittin twittert, das ist eine Dreckskampagne von der Bild-Zeitung. Sie werfen Laschet den Tod von Menschenleben vor. Rufmordkampagne, also das ist eine sehr polarisierende, im Grunde eine Lagerwahlkampfhaltung. Und das komplette Setting von Baerbock und Habeck, die seit 3 Jahren Parteivorsitzende sind, zielt darauf ab, Lagerbildung und Polarisierung zu vermeiden. Also die versuchen, einen zentristischen Wahlkampf, der gelassen auf die Gesellschaft zugeht, der auch im Grunde eine versöhnliche Ansprache versucht, der mehrheitsfähig ist in der Mitte der Gesellschaft. Hat ja auch funktioniert, ne? Hat super funktioniert. Und da sehe ich im Moment die Gefahr, dass so die alten Reflexe zurückkommen. Und das wäre aus meiner Sicht eine Aufgabe, die Sie bearbeiten. Herr Schulte, in dem Punkt eine kurze Frage noch. Kommt, weil Sie sagen, da muss was zurückkommen. Kommt Robert Habeck zurück? Nein. Also die These, dass die Grünen jetzt im Galopp das Pferd wechseln, ist völlig absurd. Okay. Also Glauben Sie auch nicht, Herr van der Laar? Auf gar keinen Fall. Also aus einer innerparteilichen Demokratieperspektive. Ich meine, was wäre das für eine Botschaft an die eigene Partei? Ich glaube auch, dass die eigene Partei revoltieren würde, wenn plötzlich die Kanzlerkandidatin der Grünen mit einem Mann dann dem entsprechend auch wieder ersetzt worden würde. Und ich glaube, das andere ist natürlich auch, einmal mehr wird es auch die Glaubwürdigkeit der Partei in Frage stellen. Was wäre denn, wenn dann Robert Habeck Kanzler werden würde? Und nach 2 Monaten im Amt sind die Umfragewerte auch dort unten. Würden die dann dort auch wieder wechseln und dann möglicherweise Toni Hofreiter einwechseln? Das geht ja nicht so. Insofern, das ist auch da wieder ein Glaubwürdigkeitsthema. Ja. Ich glaube, das Problem bei den Grünen ist, so wie Sie es auch beschrieben haben, die sind viel zu gut gestartet. Und natürlich erstmal alles richtig gemacht, großartiges Rollout dieser Kandidatur, sind aber eben gleich auch auf 28% hochgeschnellt. Und man will erst am Ende der Kampagne natürlich oben ankommen. Genau. Dementsprechend wurde es ein Referendum über Annalena Baerbock. Kann sie es oder nicht, war die Frage. Die Frage, die die Grünen in die Köpfe der Wählerinnen und Wähler reinzementieren müssen, ist, wenn ich dann in die Wahlkabine am 26. September gehe, das ist die Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, die sollte sein, wer bringt uns besser durch die nächste Krise? Und da bin ich wieder bei diesem Punkt, verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Die Grünen verkaufen klasse Lösungen, nur im Endeffekt muss man sagen, da draußen gibt es eine Krise. Wie in jedem guten Hollywood-Streifen, da draußen gibt es eine Krise. Wer ist besser in der Lage, uns nicht nur durch die Corona-Pandemie zu navigieren, sondern eben auch auf das Big-Ticket-Event, nämlich die Klimakrise, die noch kommt. Schaut euch an, was die CDU gemacht hat, aus ihrer Perspektive. Ja, haben die uns wirklich gut durchnavigiert, 16 Jahre lang? Okay. Oder haben die auch gepennt? Und können wir es nicht vielleicht besser machen? Das ist, glaube ich, die Frage, die Grünen machen. Verstanden. Bevor wir gleich zu Frau Schröder kommen, Herr Schulte, noch eine kurze Frage, weil ich weiß, dass Sie so nah dran sind an der Grünen Partei. Was ist da im Hintergrund passiert zwischen Ghostwriter und der Autorin Annalena Baerbock? Also wir haben Hinweise darauf, dass die Version von Annalena Baerbock, dass sie selbst das Buch geschrieben hat, stimmt. Also ich habe ja eingangs gesagt, das ist eigentlich seltsam, weil normalerweise schreibt der Ghostwriter das Buch. Und es gab eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Ghostwriter und Annalena Baerbock, wie dieses Buch aussehen soll. Also wie gesagt, wir haben valide Hinweise, dass es da eine Vorlage gab oder eine Vorstellung seitens des Ghostwriters, die
vom Team Annalena Baerbock nicht geteilt wurde. Dann haben sie ihnen das Buch weggenommen und haben es selbst geschrieben.